But if you close your eyes. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Pizza Beast Infinity. Wie ihr unschwer meine Stimme erkennen könnt, bin ich müh krank, aber nur müh. Vielleicht gibt bitte meiner Stimme einen gewissen Sexappeal, wenn ich jetzt so ein bisschen ins Mikrofon so vor mich hin schneuze, so. Aber ich dachte mir, ich muss noch weitere Folgen aufnehmen. Für meine Hardcore-Fans, die mich regelmäßig gucken. Also eigentlich für alle Leute, die keine Hobbys haben und mir gerne beim Zocken zusehen, naja, gut. Ich trinke mal hier von meinem netten Hustenlöser ein bisschen was. Ich muss ehrlich sagen, das schmeckt ja nicht mal so scheiße, das Zeug. Aber gut. Ich meine, the show must go on, ne? Ob ich krank bin oder nicht. Wow, der Junge kann Englisch ein wenig. Wow! Alles klar. Ich bin so froh, dass das hier eine Unterhaltungssache ist und kein richtiges Tutorial. Also ich sag das mal so wie alle kleinen 12-jährigen Kindern. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Genau. Beim letzten Mal haben wir unsere super hässliche, wie heißt das Ding, was wir da hingebaut haben? Das hier, wo die Bücher reinkommen. Bibliothek. Genau, Bibliothek heißt das Ding. Verzeiht mir, dass ich so ein bisschen vor mich hin schniefe und huste vor allen Dingen. Immer so ein Räusper an meine linke Ellenbeuge. Könnt mir ja mal so netterweise in die Kommentare schreiben, was ihr immer macht, wenn ihr krank seid. Ob ihr da irgendwelche Allheilmittel habt. Oder ob ihr so einen typischen Männerschnupfen einfach aussitzt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Das wäre ganz cool. Ich habe ja irgendwelche interessanten Tipps, ey. Die ich noch nicht habe. Das Lustige ist, ich wollte eigentlich jetzt am Montag mit meinem Trainingsprogramm starten, mit meinem neuen. Ja, Körper so. Nein, machen wir nicht. Ist erstmal noch nicht drin. Ich hab mein Taschentuch weggeschmissen, warum mach ich denn so weit? Ich glaube, wir nennen die Episode die laufende Nase. Boah. Auch lustig wäre mal zu erfahren, weil die Leute, die mir zugucken. Was für eine Art Taschentuchschnauber seid ihr eigentlich? Seid ihr diese reinschnauben, zuklappen und schnell weg, damit niemand sieht? Oder seid ihr mehr so diese reinschnauben und erst noch stolz auf das sein, was ihr vollbracht habt? Ich kann euch ja mal erzählen, wie ich das mache. Bei mir ist das so, ich mache... ist mir schon so ein bisschen unangenehm, ne? Aber wir sind ja hier unter uns, von daher ist ja alles. Quatsch. Ich mache das immer so, ich schnaub in mein Taschentuch und packe dann meist immer sofort weg. Außer wenn ich ganz viel draußen gearbeitet habe oder viel mit Staub gearbeitet habe. Dann schnaube ich so rin und guck halt rin und denk mir so, da ist ganz schön viel in deiner Nase. Krass. Ja, ist schon ein bisschen crazy, ich weiß, ich bin da nicht normal, aber gut. Wer von uns ist hier schon normal? Ich meine, hey, ihr guckt mein Tutorial. Wie normal könnt ihr schon sein, wenn ihr mein Tutorial guckt? Jetzt mal im Ernst. Nochmal ein sexy Schnaufer für die Kamera. Hab ich voll an den Popschutz gerochen. Ist nicht so geil, wie man denkt. Echt nicht. So, ich nehme mal noch einen Schluck von meinem netten Medikament. Meine Arbeitskollegin, die Stationsassistentin, die meinte so: Ben, weißt du, was super gegen Schnupfen hilft? Warmes Metbier. So, dann ich aber so, ey Leute, ich habe kein Metbier zu Hause. Und schon ja nicht warmes Lauwarm.
Aber ihr habt recht, könnte ich mal kurz meiner Freundin tickern, dass sie mir warme Dunkelbier mitbringt. Wo ist sie denn? Nachricht löschen, blockieren, Gruppe, Kontakt. Was? Hier, Kontakte. Dauert einen kleinen Moment. Ganz kurz. Ganz kurz. Ne? Nicht anrufen. Nee, machen wir nicht. Ich habe gerade eben irgendjemand angerufen, den ich nicht kenne. Freundin. So. Altmodisch meine SMS schreiben. Hallo, Schatz. Immer eine gute Anfang. Leertaste. Kannst du noch Dunkelbier mitbringen? Wär echt nice. Und obligatorisch größer als 3. Oh, das ist ein Plus. Größer als 3. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was meine Freundin macht. Ich meine, ist eine gute Freundin. Ich liebe diese Frau. So. Wir waren jetzt wo stehen geblieben? Außer meine Freundin zu loben. Ich meine, von uns beiden hat sie den schlechten Geschmack, weil sie hat mich als Freundin. So. Haben wir hier. Ach, wir haben ein Glas. Das habe ich hier oben drin gepackt. Warum mache ich denn so weit? Das ist ja ganz kontraproduktiv. So. Also, Leute. Ich hoffe, das passt doch so, was ich hier baue. Also, ich meine jetzt nicht. Nicht vom. Vom Baumäßigen, sondern. Vom rein. Meine Nase juckt. Organisatorischen Teil. Oh, was mache ich denn da? Mach den weg. Glaube ich, hier oben werde ich nur die Bücher hinstellen, die mute sind. Warum? Warum macht er das? Und unten kommt dann diese nette Bücherproduktion hin. So würde ich das jetzt machen. Spontan gesagt. Nase läuft schon wieder. Cabrini guckt, habt ihr gesehen? Also, wer von beiden seid ihr? noch mehr von dem hier. So. Kicken wir mal weiter, wa? Ich hab ihn vergessen, das weiß ich, das habe ich gesehen, ist aber nicht so dramatisch. Fuck. Den letzten Schluck aus meiner Riesentasse. Wundervoll, echt lecker, wirklich. Ja. Warte mal, wir können mal am besten hier. Lass mich mal durch. Können wir am besten mal gleich diesen netten Tank mitnehmen? Wir füllen ihn jetzt noch einmal auf. Ich würde spontan sagen, in der nächsten Folge würden wir uns mal darum kümmern, eine 5-Millionen-Bank zu bauen. Damit wir nicht für jeden Rotz, wenn der gleich wieder leer ist, runterrennen müssen. Mein Glas ist weg, jetzt kann ich hier beruhigt mit meinen Händen hin und her fuchteln. Fuchteln! Da. Wir brauchen, wenn wir zwei von diesen Basistanks haben, einen doppelten? Hier. Einen doppelten, ne? Entschuldigung. Mein Mineralwasser mit Medikamenten, aber so viel Sprudel drin, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen.
So, dann brauchen wir 6 von denen hier. Wie viel Glowstone habe ich eigentlich? Alter, die Bank ist schon wieder leer. Also ich meine, das ist schön und gutes Ding. Ist auch eine schöne Alternative zu allem anderen, aber bringt nur so semi-geil was, wenn das Ding dauerhaft leer ist. Mit 5 Millionen könnte man dann doch ein bisschen mehr machen. Aber auch nur wieder ein Müh. Medikament wirkt, Alter, ich huste. Heißt eigentlich echt Hustenlöser? Hustenlöser, heißen die echt? Jetzt stellt sich mir die Frage, lösen die meinen Husten auf? Oder lösen die das Sekret, was ich habe, in meiner Lunge, auf? Lass mal hier einen auf Bart streicheln, ne? Also, das ist echt schon... das wäre ein Fall für Galileo Mystery, eindeutig, also... Jeder, der denkt, das ist ein Fall für Galileo Mystery, einmal die Hand heben. Okay, das sehe ich leider nicht. Jeder, der denkt, das ist ein Fall für Galileo Mystery, einmal zwinkern. Für einmal, also einmal für ja, zweimal für nein. Haben wir gesehen? Ich habe zwinkern, nochmal. Ist für mich ein Fall für ja, also ich meine... Ich will ja keinem hier irgendwas in die Schuhe legen, ne? Außer vielleicht eine Wasserbombe, wo man reintritt. Und so ein Glibberhäufchen. Das wäre echt lustig, wenn jemand so ein Glibberhäubchen in den Schuh legst. Er geht früh morgens so noch im Halbschlaf zur Schule, tritt rein und zwischen die Zehe kommt der Glibber hoch. Weil dazu müsste er dann ohne Socken in die Schuhe. Und ohne Socken in die Schuhe ist wirklich krank. Ich meine, hallo. Wir haben hier schon gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Wie Socken in die Schuhen. Oder dass die Knöpfe von der Bettdecke immer nach unten zeigen. Es gibt gewisse Regeln, die müssen wir hier einfach einhalten. So ist es einfach. Da können wir, da kannst du so... Nee, das ist, es gibt so Regeln, die müssen einfach eingehalten werden. Also das, sonst hat das ganze System, was wir uns aufgebaut haben, keinen Sinn. So, also zu... Wir brauchen... Warte mal, Glowstone. Wo habe ich einen Glowstone hingeschmissen eigentlich beim letzten Mal? Nee. Da, ich brauche 6 Glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ding ist geil. Ich mache ihn einfach hier. Ah. Dann seht ihr das nicht. Das ist clever, wa? Ich bin so klug. K, L, U, K. Ich sag euch. Ich sag euch. Bin mal gespannt, wie viele von euch das K, L, U, K überhaupt kennen. Nein, ist ja schon ein bisschen älter, das KLUK. So, das erste Hammer. Nice. Jetzt kommen wir mal zum zweiten hier. Wie bauen wir? Das Ding, davon brauche ich jetzt 2. Fuck. Fuck, fuck, fuck. 2. 6. 6 von den Dingern. Leider habe ich Mist gebaut. 1, 2. Hier ist noch ein Jolt Nugget. Ja, die heißen Jolt Nugget. Irgendwas dagegen. So, jetzt schnell hoch hier. Lauf, 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 lauf. Perfekt. Du ist darin, du ist darin. Und ich brauche noch 2 Jolt. Eigentlich würde ich in der nächsten Folge machen. Bietet sich aber gerade an. Also machen wir die jetzt so. 1, 2, 3, 4. Kuppa. Hier haben wir Kuppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 6. 6, 6. So, dann haben wir davon schon mal eindeutig nicht 6. Jetzt haben wir 6. So, davon haben wir jetzt 6 Stück. So, wir brauchen hiervon einen Hammer. 1, 2, 3, 4 und Eisen.
Wir haben echt schon viel Eisen, das ist echt gar nicht mal so schlecht. Gucken, ob wir es gleich irgendwie eine Welt machen können, wo wir wo wir das Ding aufstellen können. Oh, meine Nase, ey. Muss ich auch nur niesen. Kennt ihr das, wenn der Nieser kommt, der kribbelt so in der Nasenspitze und du denkst dir nur so, ah, du verdammter Penner, komm jetzt raus, Mann, das nervt. Dann guckst du erstmal wie so ein voller, vollkommener Vollidiot, so, bis er kommt. Und denkst dir nur so, mach jetzt. Alles, was in der Macht steht und tut, ach, ist, mach das, damit ich niese und das nicht mehr so behindert aussieht. Weil wenn du dabei andere anguckst, denkst du dir genauso, was hat er denn jetzt für eine Gesichtskirmes? Ja, ich finde, das ist ja nicht ganz grausam. Ich brauche einen Kohle. Ein Kohle. Jetzt habe ich aber leider keine Kohle auf Tasche. Ich bin, muss ehrlich stehen, ich bin ja schon so ein bisschen müde, ne? Also, ja. Schon so. Also, ja. Also wenn Müdigkeit eine Krankheit wäre, dann wäre ich jetzt krank. Ich bin ja jetzt auch krank. Wegen der gottverdammten Müdigkeit, ich sage es euch, eindeutig. So, perfekt. Dann stellen wir hier einen hin. 6 und 6. Damit haben wir jetzt einen 5-Millionen-er Tank. 5 Millionen, das ist so viel. Von so viel. Man könnte auch sagen, wir hätten eine Bazillion. Ich muss mal kurz die Nase schneuzen. Und jetzt hier, Taschentuch-Drop. Nice. Das ist nicht mein Mülleimer. Ich schmeiß meinen Müll nicht auf den Boden. Nicht so oft. Außer er fällt da nur mit. Er fällt daneben, dann liegt er auch echt auf dem Boden. Aber ich heb ihn dann relativ schnell wieder auf. Relativ zeitnah. Wenn ich so einmal in der Woche den Müll runterbringe. Also mein Papiermüll. Der darf doch ruhig eine Woche sein, ja. Ich sehe das da echt nicht so verbittert. Manchmal ja, meistens nicht. So. So, davon haben wir jetzt 30 Stück. Caps Lock. So, ich habe nur 8 Stück. Hierfür brauche ich jetzt noch 6. Wie viele Enderperlen haben wir eigentlich? Und dazu müsste ich erstmal den netten Ender bauen. Wo finde ich denn den? Wo ist er denn? Wo heißt denn das End? Machen wir weiter. Da ist er. Wie macht man den netten Stahl nochmal? Legierung. Kohlepulver und Obsidian. Hab ich Obsidian? Ich müsste, glaube ich, Obsidian irgendwo rumfliegen haben. Kicken wir doch mal, wa? Ich habe tatsächlich kein Obsidian. Wie kommt das denn? Ach, ich habe die einzigsten paar, die ich hatte, für die, fürs Portal ausgegeben. Verdammt! Das ist ja schon wieder echt grausig. So, Freunde der Stille und des erfolgreichen Schnupfens. Nennen wir es mal Schnupfen. Ich zieh meinen Fuß kurz her. So, jetzt.
Ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab vergessen, was. Genau, wir beenden die Folge jetzt. Also, die ihr hier so seht. Ne? Also, das Kästchen, was ihr seht, die ihr seht, ist so ein bisschen größer, die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ihr kennt das Spielchen ja eigentlich. Tut mir leid, dass ich krank bin. Eigentlich tut es mir nicht leid, ich bin einfach krank. Passiert jedem mal, von daher ist mit AI. Ich sag mal, reingehauen, wa? Cheerio.